بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister Inshallah ta'ala wollen wir heute weitermachen mit unserer Reihe über die Zeichen des jüngsten Tages. Und wir hatten letzte Woche über den Dajjal ein zweites Mal gesprochen gehabt und wollen heute inshallah ta'ala ebenfalls über den Dajjal sprechen, jedoch dann auch überleiten zu dem Herabkommen von Isa alayhi salam. Das ist irgendwie eine Rückkopplung, habe ich das Gefühl, oder? Ist das okay von der Akustik hier? Was sagst du? Anders als sonst irgendwie, ganz komisch. Ich mache ein bisschen, vielleicht so. Gucken wir einfach, inshallah. Wir hatten letzte Woche über die Wirren gesprochen gehabt, welche der Dajjal stiften wird und für die der Dajjal sorgen wird. Und was dazu führen wird, dass es viele Menschen geben wird, die dem Al-Masih Dajjal Glauben schenken werden. Und es gibt nun einige Überlieferungen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber spricht, wer eigentlich die Anhänger des Dajjal sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht hier über verschiedene Gruppen, was darauf hinweist, dass es nicht eine bestimmte Gruppe ist, welche dem Dajjal folgen wird, sondern im Grunde genommen von jeder Gruppe Menschen oder ein Teil Menschen, die den Dajjal befolgen werden. So spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber in Sahih al-Bukhari, dass wenn der Dajjal in Medina ankommen wird, und diesen Hadith hatten wir letzte Woche auch erwähnt gehabt, dann wird es in Medina drei Erdrutsche geben oder drei Beben geben, welche dazu führen werden, dass jeder Kafir und jeder Heuchler, also jeder nichtgläubige Muslim, der sich als Muslim ausgibt, aber kein gläubiger Muslim ist, und jeder Heuchler, ja, dann Medina verlassen wird und sich dem Dajjal anschließen wird, sodass in Medina nur noch die gläubigen Menschen bleiben. Also es wird unter den Muslimen Menschen geben, welche den Dajjal befolgen werden. Die wahrhaftigen Muslime, sie werden sofort erkennen, dass es sich um den Dajjal handelt. Wir hatten ja über ein klares und deutliches Zeichen gesprochen gehabt, was jeder Muslim, egal ob er alphabetisiert ist oder nicht alphabetisiert ist, lesen und schreiben kann oder nicht lesen und schreiben kann, dann auch erkennen und lesen werden kann. Nämlich, dass auf seiner Stirn deutlich geschrieben steht, Kafir, Kafara. Ganz deutlich steht auf seiner Stirn geschrieben, Kafara, ungläubig. Und dies wird jeder Mu'min erkennen, subhanallah. Aber es gibt viele Menschen, und es wird viele Menschen geben, welche, obwohl sie eigentlich Muslime sind, das nicht erkennen werden. Und sich in die Irre leiten lassen werden, obwohl sie vielleicht vom Dajjal gehört haben, obwohl sie die Überlieferung kennen und trotz alledem ihr Iman aber so schwach ist, dass sie dem Dajjal glauben werden und dass sie vom Islam abfallen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht darüber, dass es Menschen geben wird, welche dem Dajjal folgen werden, deren Gesichter wie breit gehämmerte Schilder aussehen werden. Und das erinnert so ein bisschen an Menschen aus dem asiatischen Raum. Und in anderen Überlieferungen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch beschrieben, dass die Tataren, welche die muslimische Welt überrennen werden, ebenfalls dieses Aussehen haben werden. Was vielleicht darauf hindeutet, dass es auch Menschen aus dem asiatischen Raum geben wird, welche den Dajjal befolgen werden. Dann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, dass es unter den Anhängern des Dajjals Juden aus Asfahan geben wird, in ihrer Anzahl 70.000,
die auf ihren Köpfen Boyalisse, diese Hüte, tragen werden. Also auch unter den Juden wird es Menschen geben, welche dem Dajjal glauben werden, welche wahrscheinlich denken werden, dass es sich hierbei um den lang ersehnten Messias handeln wird. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass den Dajjal auch Leute befolgen werden, welche die Eigenschaften der Khawarij haben. Wer waren dann nochmal die Khawarij gewesen? Haben wir oft schon darüber gesprochen gehabt in anderen Unterrichten. Wer waren die Khawarij gewesen? Das ist eine muslimische Gruppe, die aber vom richtigen Weg abgekommen ist und übertrieben hat. Wer waren die Khawarij gewesen? Das ist ein wichtiger Begriff, den man kennen sollte als Muslim. Deswegen, ja, merkt euch das inshallah. Die Khawarij sind die erste Abspaltung im Islam, noch vor den Schiiten. Und das sind diejenigen, welche nach der Schlacht von Siffin im Jahr 37 nach der Hijra die Armee von Ali ibn Abi Talib, die er gegen die Armee von Muawiyah ibn Abi Sufyan gekämpft hatte, verlassen haben, ihr den Rücken gekehrt haben und Ali ibn Abi Talib zum Käfer erklärt haben. Und daraufhin viele Muslime umgebracht haben, weil sie gesagt haben, sie seien keine richtigen Muslime. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, ja, dass auch unter ihnen es Leute geben wird, welche sich dem Dajjal anschließen werden. Und zwar sagt der sallallahu alaihi wasallam, es wird Leute geben, die den Koran lesen, der aber nicht ihre Kehle überschreiten wird. Und jedes Mal, wenn jemand zum Vorschein kommt, der sie zu irgendetwas aufruft, fangen sie an, ihm zu folgen. Und dann sagt Abdullah ibn Umar, dass viele von ihnen, ja, den Dajjal befolgen werden. Dass viele von ihnen den Dajjal befolgen werden. Also wir sehen, subhanallah, ja, wir haben Muslime, die den Dajjal befolgen. Wir haben Leute, die vom Islam abgefallen sind, die den Dajjal befolgen werden. Wir haben Leute aus dem asiatischen Raum wahrscheinlich, wir gehen davon aus, die den Dajjal befolgen werden. Wir haben Juden, welche den Dajjal befolgen werden. Also subhanallah, der Dajjal wird überall seine Anhänger haben. Allahu Akbar. Der Dajjal wird überall seine Anhänger haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Muslim Bescheid weiß, auf der Hut ist. Weil wir wissen nicht, wann er zum Vorschein kommt. Es könnte jederzeit sein. Natürlich gibt es Vorzeichen. Aber es könnte theoretisch jederzeit passieren. Es könnte unsere Generation passieren, aber es könnte auch erst in 20 Generationen sein. Wir wissen es einfach nicht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns vorgewarnt. Es gibt jetzt eine Überlieferung, bevor wir darauf zu sprechen kommen werden, insha'Allah ta'ala, wie wir uns ganz konkret vor dem Dajjal schützen können. Wir hatten das schon angesprochen, aber wir werden es jetzt im Detail machen. Bevor wir dann darauf zu sprechen kommen werden, wie dann der Dajjal getötet wird und wie sein Ende aussehen wird, kommen wir zunächst erst einmal auf eine Überlieferung, welche wir bei Imam Muslim finden, welche, muss man sagen, sehr merkwürdig ist. Und wenn wir von Imam Muslim sprechen, dann sprechen wir von dem zweitauthentischsten Werk, der Hadith-Werk. Man sagt, was ist das authentischste Werk überhaupt nach dem Koran? Wer ist der Autor des authentischsten Hadith-Werkes überhaupt? Wie heißt der Autor? Kennt ihr alle, bin ich mir sicher. Traut euch. Ja. Bukhari, genau. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Ja, das ist das authentischste Buch nach dem Koran. Und das zweitauthentischste Buch ist Sahih Muslim. Und dieser Mann hieß Muslim ibn al-Hajjaj, deswegen Muslim. Sicher, dass er ein Muslim war? Ja, natürlich war er ein Muslim, ja, sondern er hieß wirklich Muslim. Ja, okay. Und Imam Muslim hat einen sehr merkwürdigen Hadith überliefert, von einem Sahabi, der ursprünglich Christ gewesen war und dann zum Islam übergetreten ist, mit dem Namen Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari. Und dieser Hadith ist merkwürdig, weil er vielen anderen Hadithen, die wir haben, augenscheinlich leicht widersprechen mag, in bestimmten Aspekten. Und zwar geht dieser Hadith davon aus, dass Ad-Dajjal schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt hat und auf einer Insel irgendwo auf dem Ozean, wir wissen nicht welchem Ozean, gefangen ist.
und darauf wartet, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Erlaubnis gibt, dann zu erscheinen. Dieser Hadith ist erst einmal von dem Isnad her, das heißt von der Überliefererkette her, authentisch. Aber es gibt dennoch einige Gelehrte, auch große Gelehrte wie Ibn Uthaymin beispielsweise, welche diesen Hadith in Frage gestellt haben, weil er aus ihrer Sicht anderen authentischen Überlieferungen widerspricht. Wie beispielsweise den Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, zu einem bestimmten Tag, als er gelebt hat, es wird ab diesem Tag in 100 Jahren niemand mehr leben, der bereits jetzt auf der Erde ist. Das ist ein authentischer Hadith. Und da der Dajjal ja auch ein Mensch ist, hat Ibn Uthaymin gesagt, kann dieser Hadith nicht authentisch sein, weil er nämlich diesem anderen authentischen Hadith widerspricht. Ebenfalls finden wir einige Eigenschaften, körperliche und physische Eigenschaften vom Dajjal in diesem Hadith von Tamim ad-Dari, die anderen Hadithen widersprechen, welche ebenfalls authentisch überliefert werden über die körperlichen Merkmale vom Dajjal. Wir wollen uns diesen Hadith einfach mal durchlesen gemeinsam. Ohne ihn groß zu kommentieren, es ist ein längerer Hadith. Wir werden ihn einfach mal durchlesen gemeinsam, damit wir ihn mal gehört haben, inshallah ta'ala. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir überlassen das Wissen bezüglich dieses Hadiths Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam, ob das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wirklich gesagt hat. Es ist aber auch gleichzeitig schwierig, einen authentischen Hadith bei Imam Muslim einfach so abzulehnen. Deswegen, in solchen Fällen, macht der Muslim Tawakkuf. Was heißt Tawakkuf? Mit anderen Worten, ich urteile nicht. Ich überlasse das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht wird irgendwann mal die Zeit kommen, wo jemand das erklären kann, was in diesem Hadith dann auch überliefert wird. Gut, wir fangen nicht ganz von Anfang an, weil es gibt so eine Vorgeschichte von diesem Hadith, sondern wir wollen gleich zu dem Teil kommen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Muslime dazu aufgefordert hat, sich zu versammeln. Und es wurde dann gerufen, As-salatu jami'a, man ist zum Gebet versammelt. Und jetzt sagt sozusagen der Überlieferer, ich war in der Reihe der Frauen, das war eine Überlieferin gewesen, Shirik, die nach dem Rücken der Männer kam. Als der Gesandte Allah sein Gebet beendete, stand er auf der Kanzel, auf dem Mimbar und lachte. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, jeder soll an seinem Gebetsplatz bleiben. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, weshalb ich euch versammelt habe? Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, wahrlich bei Allah, ich habe euch nicht für gesammelt, um euch zu etwas ermutigen, ja, oder um euch vor etwas zu warnen. Stattdessen versammelte ich euch, weil Tamim ad-Dari, dieser ursprüngliche Christ, ein Christ war, der dann kam, doch dann kam er, schwor die Treue und nahm den Islam an und er berichtete mir einen Hadith, der mit dem übereinstimmt, was ich euch bezüglich Al-Masih ad-Dajjal überlieferte. Und jetzt, sozusagen, erzählt er, was Tamim ad-Dari ihm sagte. Er sagte, dass er mit 30 Männern aus Lachen, das ist ein arabischer Stamm, und Judham auf einem Schiff aufs Meer hinausfuhr. Die Wellen spielten mit ihnen für einen Monat und sie ankerten an einer Insel im Meer, wo die Sonne untergeht. Sie saßen am niedrigsten Teil des Schiffes, welcher an der Küste anlegte, und sie betraten die Insel. Sie trafen auf etwas, das sehr behaart war, mit dicken und vollen Haaren, mit so vielen Haaren, dass man nicht erkennen konnte, was die Vorder- und was die Hinterseite war. Sie sagten, wehe dir, was bist du? Es sagte, ich bin Al-Jassasa. Das ist der Hadith von Al-Jassasa, wird er auch genannt. Also der Hadith von Tamim Dari wird auch als Hadith Al-Jassasa bezeichnet. Das ist ein Biest, das die Dinge für den Dajjal ausspioniert. Sie sagten, und was ist Al-Jassasa? Es sagte, also dieses Tier sagte, o ihr Menschen, geht zu dem Mann in dem Schloss, denn er ist begierig, eure Neuigkeiten zu hören. Tamim sagte, als er uns einen Mann nannte, bekamen wir Angst vor ihm. Wir fürchteten, dass es eine Teufelin ist. Wir beeilten uns und betraten das Schloss und darin sahen wir den größten Mann, körperlich gesehen, den wir je gesehen haben. Das ist der erste Aspekt, wo einige Gelehrte gesagt haben, dieser Hadith ist merkwürdig. Warum? Weil wir hatten den Dajjal beschrieben gehabt als einen kleinwüchsigen Mann, nicht als einen großen Mann.
Und deswegen ist das erst einmal merkwürdig, dass hier gesagt wird, es handelt sich um einen sehr, sehr großen Mann. Und wir betraten das Schloss und darin sahen wir den größten Mann körperlich gesehen, den wir je gesehen haben. Er war an Ketten gefesselt, wobei seine Hände am Nacken gebunden waren. Zwischen seinen Knien und Fersen war er an Ketten gebunden. Wir sagten, wehe dir, was bist du? Er sagte, das ist jetzt der Dajjal, der gefesselt ist. Ihr seid in der Lage gewesen, von mir zu erfahren, so teilt mir mit, was seid ihr? Wir sagten, wir sind von den Arabern. Wir fuhren auf einem Schiff und wir waren auf dem Meer, als es stürmisch wurde. Die Wellen spielten mit uns für einen Monat und dann haben wir Schutz auf dieser Insel von dir gesucht. Wir saßen auf dem niedrigsten Teil unseres Schiffes, welches auf der Seite der Küste war, und wir betraten die Insel. Wir trafen ein Biest mit dicken Haaren und es war sehr behaart. Es hatte so viele Haare, dass wir nicht wussten, was vorne und was wo hinten ist. Wir sagten zu ihm, wehe dir, was bist du? Es sagte, ich bin El-Jassase. Dann sagte es, geht zu diesem Mann in dem Schloss, denn er ist begierig, eure Neuigkeiten zu hören. Wir eilten zu dir und wir wurden von ihm befreit, denn wir fühlten uns vor ihm nicht sicher, da wir fürchteten, dass es eine Teufelin sei, also dieses Tier. Der Mann fragte, erzählt mir von den Dattelbäumen in Baisan. Ah, jetzt kommt dieser Teil, wo der Dajjal, diese Seefahrer, nach bestimmten Zeichen gefragt hat. Also ihr seht, der Hadith, subhanallah, ja, hat viele Informationen, sehr ausführlich, ist merkwürdig. Und Allahu a'lam, ja, Allahu a'lam, wir müssen das wissen bei Allah. Was natürlich merkwürdig ist bei diesem Hadith, dass er nur von einer Person überliefert wird. Ja, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wirklich die Sahaba alle versammelt in der Moschee hat, dann müsste das ja eigentlich von vielen Leuten überliefert worden sein. Aber wir erwähnen es trotzdem, weil, wie gesagt, dieser Hadith in Sahih Muslim überliefert wird. Ja? Und jetzt stellt der Dajjal diesen Seeleuten einige Fragen. Und zwar, wo bin ich jetzt hier? Ich bin jetzt verrutscht. Er erzählt mir von den Dattelbäumen in Baisan. Das ist ein Ort in Ascham in der Nähe des Jordans. Wir sagten, was ist damit, dass du danach fragst? Er sagte, ich frage euch nach seinen Dattelbäumen. Tragen sie Früchte? Wir sagten, ja. Er sagte, die Zeit ist nahe, wenn sie keine Früchte tragen werden. Er sagte, erzählt mir von Buhayrat Tabariya, also diesem Tabarias-See. Ich weiß nicht, wie der See Genezareth, glaube ich, ist das heute. Wir sagten, wonach fragst du in Bezug darauf? Er sagte, gibt es darin Wasser? Wir sagten, es hat viel Wasser, also diese Buhayra, dieser See. Er sagte, das Wasser wird bald verschwinden. Dann sagte er, erzählt mir von dem Brunnen von Surar. Das ist ein Gebiet im Scham. Sie sagten, wonach fragst du in Bezug auf den Brunnen? Er sagte, gibt es Wasser in dem Brunnen? Und bebauen seine Leute Land und nutzen dabei sein Wasser? Wir sagten, ja, er beinhaltet viel Wasser und die Menschen betreiben Landwirtschaft und nutzen sein Wasser. Er sagte, erzählt mir von dem Propheten der Analphabeten. Ah, jetzt wird schon genauer. Also Rasul al-Ummiyin, Nabi al-Ummiyin, unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Was hat er getan? Sie sagten, er hat Mekka verlassen und bewohnt Yathrib, Medina. Er sagte, haben die Araber ihn bekämpft? Wir sagten, ja. Er sagte, und was hat er mit ihnen getan? Wir teilten ihm dann mit, dass er über die Araber siegreich war, die ihm nahe waren und dass sie ihm gehorchten. Er fragte, ist dies tatsächlich geschehen? Wir sagten, ja. Er sagte, es ist wahrlich besser für sie, ihm zu gehorchen, und er wird euch von mir erzählen. Ich bin Masih Dajjal. Und die Zeit ist nahe, da mir die Erlaubnis gegeben wird, herauszukommen. Ich werde herauskommen und ich werde auf der Erde wandeln. Dann in einem Zeitraum von 40 Nächten werde ich keinen Ort auslassen, ohne mich darin niederzulassen, außer Mekka und Taiba, also Medina. Denn sie sind mir beide verboten. Wann immer ich eine von ihnen betreten möchte, treffe ich auf einen Engel, in dessen Hand ein blankes Schwert ist, und er wird mich davon abhalten, es zu betreten. Und wahrlich, auf jedem Bergpass davor sind Engel, die es beschützen, also Mekka und Medina. Als er mit seinem Stock auf die Kanzel schlug, sagte der Gesandte Allahs, also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, schlug jetzt mit seinem Stock auf den Minbar,
Taiba bedeutet Medina. Wahrlich habe ich euch dasselbe überliefert. Die Menschen sagten ja. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Hadith von Tamim verwunderte mich, denn in dem, was er erzählte, befanden sich Dinge, die ich über ihn, also den Dajjal, über Medina und Mekka berichtete. Seht, er ist wahrlich in Ascham oder im rechten Meer. Stattdessen nein, vielmehr ist er in Richtung Osten. Und er zeigte sallallahu alaihi wasallam mit seiner Hand Richtung Osten. Sie sagten, ich lernte dies vom Gesandten Allahs. Sie sagte, also die Überlieferin sagte, ich lernte dies vom Gesandten Allahs auswendig. Allahu akbar. Also ein sehr langer Hadith, subhanallah, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann diese Geschichte von Tamim ad-Dari wiedergegeben hat. Und es ist die einzige Überlieferung, die mir bekannt ist, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass der Masih ad-Dajjal jetzt lebt. Also nach dieser Überlieferung würde er jetzt leben. Und deswegen gibt es einige, die behaupten, aber Allahu a'lam natürlich, also ich weiß nicht, wie also es ist nicht wissenschaftlich nachgewiesen, aber es gibt einige, die behaupten, dass diese Insel sich in dem Bermuda-Dreieck befindet. Ja? Das kennt ihr, dieses Bermuda-Dreieck, ja, wo immer die Schiffe untergehen und plötzlich irgendwelche Flugzeuge verschwinden. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich es belegt ist, habe mich nicht damit näher beschäftigt, aber es gibt einige, die gesagt haben, wahrscheinlich befindet sich diese Insel im Bermuda-Dreieck. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala lässt diese Insel geheim, ja, sodass irgendwann einmal dann der Masih ad-Dajjal dort dann hervortreten kann. Allahu a'ala. Das sind alles Spekulationen, wir wissen es nicht. Sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wirklich gesagt haben, dann ist es so. Sollte diese Überlieferung nicht authentisch sein, aus welchem Grund auch immer, weil auch ein Überlieferer, auch wenn es Imam Muslim ist, kann sich irren theoretisch. Ja, und es ist am Ende sozusagen eine Ahad-Überlieferung, also eine Überlieferung, die von sehr wenigen Überlieferern und Tradenten überliefert wurde. Und da kann man sich auch irren, das kann passieren, ja, dann ja, hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt und dann müssten wir diese Überlieferung als nicht authentisch einstufen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Ich wollte einfach diese Überlieferung einfach mal vorgelesen haben, damit wir sie zumindest mal gehört haben. Die Überlieferung von Al-Jassase oder die Überlieferung von Tamim ad-Dari. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, nachdem wir das gehört haben, wollen wir, bi'iznillahi azza wa jal, nochmal darauf zu sprechen kommen, wie wir uns jetzt ganz konkret vor dem Dajjal schützen können. Ganz konkret. Und hier haben wir einige Überlieferungen von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, in denen er uns beibringt, wie wir uns im Vorfeld vor dem Masih ad-Dajjal schützen können. Im Vorfeld. Und dann nochmal Überlieferungen, die uns aufzeigen, wie wir uns schützen können, wenn er erscheinen sollte. Beginnen wir insha'Allah ta'ala mit den Überlieferungen, die uns aufzeigen, wie wir uns schützen können, bevor der Masih ad-Dajjal überhaupt erscheint. Und das wohl Wichtigste, womit wir uns schützen können, das wichtigste Mittel überhaupt, ist was? Ist ein starker Iman. Ist ein starker Iman. Weil was schützt mich vor einer Fitna, vor einer Versuchung? Es ist der starke Iman. Umso schwächer mein Iman ist, desto mehr laufe ich Gefahr, einer Versuchung ausgesetzt zu sein und bei einer Versuchung schwach zu werden. Und das merkt jeder von uns. In Zeiten vom schwachen Iman, was passiert da? Begehen wir automatisch mehr Sünden, oder? Automatisch tun wir Dinge, die wir vielleicht in Zeiten von einem starken Iman niemals tun würden. Und das zeigt, dass der Mensch anfälliger für Versuchungen ist, wenn sein Iman schwach ist. Das Problem ist, wenn mein Iman so schwach sein sollte, und das auch noch in einer Zeit, wo die Fitne sehr, sehr groß ist, dann laufe ich wirklich Gefahr, dieser Fitne komplett ausgesetzt zu sein. Und eventuell sogar vom Glauben abzukommen und dem Dajjal zu folgen. Und unabhängig vom Dajjal, das passiert auch tagtäglich in unserer heutigen Zeit, wo der Dajjal noch überhaupt nicht vorhanden ist. Dass Menschen aufgrund ihres schwachen Imans, weil sie viele Sünden begehen, dann so schwach werden, dass sie vom Glauben abfallen. Also sie brauchen den Masih ad-Dajjal gar nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das in etlichen Überlieferungen berichtet. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim.
kommt mit euren guten Taten Versuchungen zuvor, die so dunkel sind wie die Teile einer finsteren Nacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht dann darüber, wie schnell sich Menschen ändern können aufgrund ihres schwachen Imans. Und er sagt sallallahu alaihi wasallam: "Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira." Allahu Akbar. Das macht einem immer wieder Angst. Der Mann oder eine Person im Allgemeinen geht als Mu'min oder steht morgens als Mu'min auf, er ist Muslim. Und am Abend geht er als Käfer zu Bett. وَيُمْسِي مُؤْمِنَ وَيُصْبِحُ كَافِرًا. Oder er geht als gläubiger Muslim ins Bett und steht als Käfer auf. Und wie begründet der Prophet sallallahu alaihi wasallam das? Wie passiert so etwas? Wie kann so etwas sein? Was ist der Grund? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wir hatten den Hadith schon sehr oft gehabt. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Er verkauft seine Religion für ein Angebot von dieser Dunya. La ilaha illallah. Er verkauft seine Religion für etwas von dieser Dunya. Eine Fitne. Eine Fitne, für die er bereit ist, dann seine Religion zu verkaufen. Und wie oft passiert so etwas, dass Leute heutzutage in unserer Zeit ihre Religion verkaufen. Von Tag auf Nacht plötzlich so verändert sich dieser Mensch. Dass wir das mitbekommen können, auf Instagram bekommt man das sehr häufig mit. So der erste Post dann, ja, wo dann plötzlich merkst du, subhanallah, hier gibt es eine Wandlung. Oder jemand hatte als Profilbild, weiß ich, auf Facebook alles mit Islam gehabt und von einem Tag auf den anderen hat er alles gelöscht, was mit Islam zu tun hat. So, was ist mit diesem Menschen los? Wie kann sowas passieren? Und du kriegst einen Schock. Sagst, wie geht das? Allahu Akbar, der war doch vorher jemand gewesen, der sich für den Islam eingesetzt hat, der diskutiert hat, Debatten geführt hat, weiß ich nicht was. Und jetzt plötzlich will er mit Islam nichts mehr zu tun haben. Schwester, die vorher bedeckt war, plötzlich sich nackt präsentiert auf Instagram, ihre Reize zur Schau stellt. Fragst du, wieso? Warum? Wie kann so etwas gehen? Und das Einzige, was hilft dabei, ist was? Ist, dass ich immer wieder an meinem Iman arbeite. Weil ich brauche nicht einen Dajjal erst, um dann einer Fitne zu verweilen, sondern die Fitnen, die wir jetzt haben, die reichen schon aus. Wie ist dann erst die Fitne des Dajjal? Möge Allah uns davor bewahren. Das ist das Erste. Das Zweite, dass ich diesen schönen Dua lerne, den hatten wir auch schon einmal hier aufgesagt gehabt, diesen schönen Dua lerne am Ende des Tashahhuds. Und dass ich das in jedem meiner Gebete immer wieder aufsage. Und zwar wird überliefert in Sahih Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ. Wenn jemand von euch den Tashahhud macht, so soll er bei Allah vor vier Dingen Zuflucht suchen. يقول, er soll sagen, der Prophet sagt uns ganz konkret, wie wir das sagen sollen: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe des Höllenfeuers. Und vor der Strafe und der Pein des Grabes. Und vor der Versuchung des Lebens und des Todes. Und vor der bösen Versuchung, subhanallah, das ist das Einzige, wo der Prophet das hinzufügt, der bösen, schlimmen Versuchung, dessen Messias Dajjal. Lasst uns das noch mal wirklich auswendig lernen. Schreibt euch das auf, wenn ihr das nicht könnt, und benutzt es in eurem Tashahhud, insha'Allah ta'ala. Diese vier Dinge, dass ich in jedem Tashahhud immer wieder Zuflucht suche bei Allah subhanahu wa ta'ala vor diesen vier Dingen. Dann, dass man die ersten zehn oder die letzten zehn Verse von Surat al-Kahf auswendig lernt. Und sollte man auf den Dajjal treffen, dass man diese zehn Ayat in sein Gesicht aufsagt. Also rezitiert sozusagen. Vor ihm rezitiert. Sollte man ihn treffen. Möge Allah uns davor bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt: Man hafiza ashra ayatin min awwali surati al-Baqara
Surat al-Kahf, Usima min ad-Dajjal. Wer die ersten 10 Verse von Surat al-Kahf auswendig kann, der ist geschützt vor dem Dajjal. Warum denn gerade die ersten 10 Verse von Surat al-Kahf? Was ist denn an Surat al-Kahf so besonders? Warum gerade Surat al-Kahf? Warum nicht eine andere Surah? Welche Themen werden denn in Surat al-Kahf besprochen? Welche Themen werden da besprochen in Surat al-Kahf? Wir sollen ja Surat al-Kahf jeden Freitag lesen. Ist ja empfohlen. Aus welchem Grund? Welche Themen werden dort besprochen? Ja, bitte, Schwester. Also einmal die Geschichte von den Ashab al-Kahf, den Leuten der Höhle. Warum sind sie denn geflüchtet? Das ist ja nochmal wichtig, damit wir das verstehen. Warum sind sie geflüchtet? Sie sind geflüchtet aufgrund? Genau, ihres Glaubens. Sie wollten sich schützen mit ihrem Glauben. Subhanallah. Genau das, was ich auch tun muss, wenn ich vom Dajjal höre, ich muss mich schützen vor ihm. Ich soll vor ihm fliehen. Subhanallah. Und genauso auch vor einer Fitna soll ich fliehen. Ich soll mich ihr nicht freiwillig aussetzen. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. Ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt. Setzt sich niemals selbst der Versuchung aus, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Versucht dich immer davor zu schützen. Lauf vor ihr weg, weil du kannst schwach werden. Und dann haben wir noch 3 weitere Geschichten in Surat al-Kahf. Einmal die Geschichte von dem Mann mit den 2 Gärten. Und da geht es ebenfalls um eine Versuchung, nämlich um welche? Die des Vermögens. Und dann haben wir die Geschichte von Musa und Al-Khidr. Und da geht es ebenfalls um eine Versuchung, nämlich die Versuchung der Schicksalsschläge. Dass etwas geschieht und ich verstehe nicht, warum es geschehen ist. Kann eine große Fitne für Menschen sein. Eine große Fitne für Menschen sein. Ja? Du bist praktizierender Muslim, machst alles und dann plötzlich kommt eine harte Prüfung. Du bestehst beispielsweise, weiß ich nicht, verlierst deinen Job. Hast immer gebetet 5-mal am Tag, immer alles richtig gemacht und plötzlich von einem Tag auf den anderen verlierst du deinen Job. Ohne ersichtlichen Grund. Dir wird Unrecht zugefügt. Du verlierst einen lieben Menschen, den du lieb hast. Du wirst plötzlich krank, hast einen Unfall. Harte Prüfung. Für viele Menschen ist das eine gewaltige Fitna. Eine gewaltige Versuchung. Die daran scheitern. Die verlieren ihren Glauben. Es gibt Menschen, die verlieren ihren Glauben genau aus diesen Dingen. Weil sie nicht verstehen, wie es sein kann. Ich habe doch, oh Allah, alles gemacht. Warum nimmst du mir jetzt etwas? Andere Menschen, die dich verabscheuen, die nichts mit dir zu tun haben, denen geht's gut. Und ich, der immer 5-mal am Tag betet, Hatsch macht, Umrah macht, weiß ich nicht was. Mich prüfst du mit diesen Dingen. Fitna. Fitna. Für viele Menschen nicht nachvollziehbar. Und sie verlieren ihren Glauben dadurch. Und dann haben wir die 4. Geschichte. Welche ist das? Was ist die 4. Geschichte von Surat al-Kahf? 4. Geschichte von Surat al-Kahf? Dhul-Qarnayn. Und was ist das für eine Fitna? Die Fitna der Macht. Weil sie kann schlimm sein. Oh, wenn ich die Macht in der Hand habe, ist das eine gewaltige Fitna. Allah Ta'ala prüft mich damit, wie ich handele. Und deswegen Surat al-Kahf, subhanallah. Diese Sura, welche über die unterschiedlichsten Formen von Fittern im diesseitigen Leben spricht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verlangt von uns, diese ersten 10 Ayat von Surat al-Kahf auswendig zu lernen. Ich bin mir sicher, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du jeden Freitag Surat al-Kahf lesen solltest, wirst du insha'Allah ta'ala, ich bin mir sicher, spätestens nach einem halben Jahr diese ersten 10 Verse auswendig kennen. Spätestens. Einfach nur durchlesen, ohne dass du lange irgendwie auswendig lernst. Du wirst ja auswendig können. Diese ersten 10 Ayat, das ist nicht schwierig. Mach es. Erstens hast du Koran auswendig gelernt. Und zweitens hast du, falls der Dajjal kommen sollte, ja, dann ein Mittel gegen den Dajjal. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. Wer ihn treffen sollte, der soll die ersten Verse von Surat al-Kahf in sein Gesicht lesen, subhanallah. Dann ebenfalls, was dich schützen kann, was wir eigentlich auch schon erwähnt haben, aber das ist jetzt nochmal so alles zusammengefasst, insha'Allah, nämlich in Mekka und Medina zu leben, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weil der Dajjal Mekka und Medina nicht betreten kann. Ebenfalls, was wichtig ist,
dass man diese Hadith über den Dajjal verbreitet, das Wissen über den Dajjal verbreitet, damit so viele Menschen wie möglich über ihn Bescheid wissen. Was macht man jetzt aber, wenn man in der Zeit leben sollte, wo der Dajjal jetzt erscheint? Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar und deutlich, wie es von Abu Dawud überliefert wird, von Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Man sami'a bid-Dajjali falyan'a anhu ya salam." Wer vom Dajjal hört, der soll vor ihm fliehen. "Fawallahi inna ar-rajula la ya'tiyahu wa huwa yahsibu annahu mu'min." فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Subhanallah. Der Prophet Sallallahu sagt, wer vom Dajjal hört, der soll vor ihm fliehen. Warum? Weil ein Mann, auch eine Frau, wenn, ganz wichtig, wenn der Prophet Sallallahu das Wort Rajul benutzt, ja, dann meint er damit nicht immer nur Mann, sondern damit kann einfach nur Person gemeint sein. Es kommt immer auf den Kontext an. Ja? Und wie gesagt, deswegen übersetze ich es häufig als Person. Weil der Prophet es zwar Mann nennt, aber er meint eigentlich damit jeden, ob Mann oder Frau. فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيَهُ Bei Allah. Eine Person geht zu ihm und glaubt, sie ist ein Mu'min. Stark im Iman. Aber befolgt ihn dann, warum? Aufgrund all der Zweifel, die er in ihm weckt. Subhanallah. All die Schubahat. Er denkt so, ich bin stark. Nichts kann mich vom Glauben abbringen. Und dann sieht er das, was der Dajjal tut. Hat keine Antwort darauf. Und befolgt es. Und wird zu einem Anhänger vom Dajjal. Und wir hatten letzte oder vorletzte Woche etwas Wichtiges gesagt gehabt. Ich darf mich niemals als Mu'min freiwillig in Situationen begeben, wo ich keine Antworten finde. Wie beispielsweise, dass ich mir Kanäle anschaue oder Videos von Islamkritikern. Oder von Missionaren. Und ich denke, Alhamdulillah, ich bin ein starker Muslim, mein Iman ist fest. Und dann schaue ich mir das an und finde keine Antworten darauf. Und finde vielleicht auch niemanden, der mir eine Antwort geben kann. Und fange an zu zweifeln. Ich kenne wallahi einen Bruder, subhanallah, ich hoffe, dass er wieder zurückgekehrt ist zum Islam. Bruder, wirklich, also ich weiß noch, der war früher bei mir in der Taiba-Moschee. Ich habe nicht viel mit ihm zu tun gehabt, aber der war sehr praktizierend, hat auch Koran auswendig gelernt, alles. Ein paar Jahre später, nachdem wir die Taiba-Moschee geschlossen haben, ist ein gebürtiger Muslim aus einer praktizierenden Familie, höre ich, dass er vom Islam abgefallen ist. Genau aus diesem Grund, er hat sich mit solchen Videos beschäftigt, hatte keine Antworten und ist vom Islam abgefallen. Und dann habe ich mir so mal angehört, was so die Schubuhat waren. Es war ganz einfach, das zu beantworten, aber er selbst hat keine Antwort gefunden. Oder hat vielleicht auch niemanden gefunden, der ihm eine Antwort geben kann. Allahu alam, was jetzt aus ihm geworden ist, ich hoffe nur, dass er zurückgefunden hat, inshallah ta'ala, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das zeigt doch mal, ich darf mich als Muslim niemals selbst einer Fitne aussetzen. Ich sollte immer versuchen, mich vor der Fitne zu schützen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mich bewusst mit meinem Glauben auseinandersetze. Aber wenn ich Fragen habe, dann gucke ich mir die nicht auf irgendwelchen islamkritischen Kanälen an, sondern gucke ich mir die wo an? Bei Gelehrten, denen ich vertraue, die mir auch eine Antwort geben können. Dann ebenfalls natürlich direkt zu fliehen nach Mekka und Medina, haben wir schon erwähnt gehabt. Und sollte man den Dajjal treffen, haben wir ebenfalls erwähnt gehabt, dann soll man direkt zu Al-Kahf auf ihn lesen. Und ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sollte man den Dajjal treffen, was soll man dann machen? Dann soll man, wenn er einem anbietet, in das Wasser zu springen, nicht ins Wasser springen, sondern man soll in das Feuer springen. Weil das Feuer ist Wasser und das Wasser ist Feuer. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, er hat auch berichtet von einem jungen Mann, von dem wir auch letztes Mal erwähnt hatten, aber wir haben das so nebenbei erwähnt gehabt, deswegen möchte ich das nochmal ganz kurz nur inshallah ta'ala zusammenfassen. Und zwar von einem jungen Mann, der auf den Dajjal treffen wird. Und der aber wirklich sehr, sehr stark in seinem Iman ist. Sehr, sehr stark in seinem Iman ist. Und er wird dann zum Schloss des Dajjal gehen, wo er dann residiert und lebt. Und
Er wird mit den Wachen sprechen und die Wachen werden ihm dann sagen, willst du zu unserem Herrn? Er sagt, nein, das ist der Messias Dajjal, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, woraufhin die Wachen ihn dann zum Dajjal bringen werden. Und der Dajjal wird ihn versuchen zu überzeugen. Und er wird mehrere Dinge machen. Er wird ihn unter anderem in zwei Hälften teilen und dann zu seiner Leiche sagen, steh wieder auf, und sie wird aufstehen. Aber am Ende wird dieser Mann dann sagen, nachdem der Dajjal ihn fragen wird, glaubst du jetzt an mich? Wird er nur noch antworten, Mazdadtu fika illa basira. Ich bin jetzt noch überzeugter, dass du der Dajjal bist, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, woraufhin der Dajjal ihn töten möchte, aber Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen und ihn dann auch seine Leiche schänden möchte, aber er wird das nicht schaffen. Ja, und er wird dann sozusagen den Leuten dann auch vormachen, als würde er diesen Menschen ins Feuer befördern, obwohl er ihn direkt ins Paradies befördert, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt daraufhin, هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. Allahu Akbar. Das ist der gewaltigste Märtyrer bei Allah. Es gibt keinen größeren Märtyrer bei Allah subhanahu wa ta'ala als diesen Mann, der so fest in seinem Glauben gewesen ist und der von dem Dajjal getötet wurde. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala. Also wir sehen, es wird auch einige geben, die standhaft bleiben werden. Ja, und die so überzeugt sein werden, dass der Dajjal nichts gegen sie anrichten kann. Möge Allah ta'ala uns ebenfalls solch einen Iman geben. Amin ya Rabbil Alamin. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, wollen wir uns die Frage stellen, wie sieht denn nun ganz konkret das Ende des Dajjal aus. Jemand, der solche unglaublichen Fähigkeiten besitzt, wie soll er bekämpft werden? Und wie soll er getötet werden? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt uns auf, dass Allah subhanahu wa ta'ala hierfür extra einen edlen Propheten zurück auf die Erde senden wird. Ein Prophet, der nicht gestorben ist, sondern den Allah subhanahu wa ta'ala in einer unglaublichen Weise zu sich emporgehoben hat. Und der jetzt lebt, der nicht gestorben ist. Und zwar handelt es sich um den Propheten Isa alayhi salam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird Isa alayhi salam auserwählen, um den Al-Masih, Al-Dajjal zu töten und umzubringen. Ich würde gerne, insha'Allah ta'ala, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie ganz konkret jetzt Isa alayhi salam herabkommt, mit euch in der kommenden Woche darüber sprechen, wie überhaupt Isa alayhi salam zu seinem Herrn emporgehoben wurde. Das heißt, wir wollen uns ganz kurz, insha'Allah ta'ala, am Anfang der nächsten Einheit mit der Geschichte der sogenannten angeblichen Kreuzigung von Isa alayhi salam beschäftigen, der nicht gekreuzigt wurde, sondern wo die Leute nur dachten, dass es sich um Isa alayhi salam handelte, aber Allah ta'ala ihn in Wirklichkeit emporgehoben hat, um dann, insha'Allah ta'ala, überzuleiten auf das Herabkommen von Isa alayhi salam und was Isa alayhi salam dann ganz konkret tun wird, um den Dajjal zu töten und wie es dann danach mit Isa alayhi salam und den Gläubigen auf der Erde weitergehen wird. Aber das, würde ich sagen, machen wir dann in der kommenden Woche, damit wir das als eine Einheit haben, insha'Allah ta'ala. Wir haben heute nochmal über sehr wichtige Aspekte gesprochen und werden dann nächste Woche, bi'iznillahi azza wa jal, über die Tötung von Al-Masih Dajjal sprechen durch den edlen Propheten Isa alayhi salam. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk bismillahir rahmanir rahim wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر